Du hast deutlich zu viel Kram, hast aber einfach keine Lust auszusortieren. Das kann ich gut verstehen, denn Ausmisten kann ganz schön stressig und zeitaufwendig sein. Wie es besser laufen kann, das besprechen wir im heutigen Video. Schön, dass du auf meinem Kanal gelandet bist. Mein Name ist Jasmin und ich bin Autorin. Im heutigen Video besprechen wir Tipps, mit denen dir das Ausmisten künftig leichter fallen wird. Bevor wir gleich voll ins Thema einsteigen, abonniere bitte unbedingt meinen Kanal, um künftig nichts mehr zu verpassen. Das richtige Mindset. Alles beginnt im Kopf. Sieh das Ausmisten nicht als lästige Pflicht an, sondern als Chance, dein Leben zu vereinfachen und dich von übermäßigem Ballast zu befreien. Hast du weniger Kram, musst du künftig weniger aufräumen und sauber machen. So bleibt dir künftig mehr Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind. Musik. Musik ist ein echter Gamechanger. Erstelle eine Playlist mit deinen Lieblingsliedern und lass dich motivieren. Tanze zwischen den Aufgaben oder sing mit, während du ausmistest. Musik kann deine Stimmung enorm heben und dir so das Ausmisten versüßen. Die 3-Objekt-Challenge. Stell dir vor, du würdest jeden Tag nur 3 Dinge aussortieren. Das klingt erstmal nach wenig, aber in 3 Monaten hättest du dann bereits 90 Dinge aussortiert. Nicht schlecht, oder? Ein schrittweiser Ansatz hilft dir dabei, Überforderung zu vermeiden. Ausmisten mit Freunden. Mit Freunden macht alles mehr Spaß. Lade jemand ein und macht eine Ausmistparty. Deine Freunde können dich beraten und während ihr ausmistet, wird gesnackt und gequatscht. Visualisierung des Endziels. Wie wird dein Wohnzimmer aussehen, wenn du fertig bist mit dem Ausmisten? Oder was auch immer du ausmisten möchtest. Stell es dir bildlich vor. Dieses klare Bild vor Augen wird dir dabei helfen, fokussiert und motiviert zu bleiben. Die Vielleicht-Box. Manchmal sind wir unsicher, ob wir bestimmte Dinge behalten sollen oder nicht. Anstatt sie direkt wegzuwerfen, kannst du dir eine Vielleicht-Box anlegen. Überprüfe die Box nach einigen Monaten erneut. Wenn du die Gegenstände in der Box bis dahin nicht gebraucht hast, dann ist es unwahrscheinlich, dass du sie wirklich noch brauchst. Und du kannst sie guten Gewissens aussortieren. Belohnungssystem. Jeder liebt Belohnungen. Gönn dir nach einem erfolgreichen Ausmisttag etwas Schönes. Ein Bad, ein Lieblingsessen, ein Spaziergang, ein Kinobesuch. Einfach etwas, das dir Freude macht. Reflexion. Während des Ausmistens wirst du vielleicht feststellen, wie viele Dinge sich im Lauf der Zeit bei dir angesammelt haben. Warum hast du bestimmte Dinge gekauft? Welche Bedürfnisse stecken dahinter? Und hat dieser Gegenstand dich wirklich glücklicher gemacht? Ein bewussterer Umgang kann dir dabei helfen, sinnlose Impulskäufe in Zukunft zu vermeiden. Ausmisten als Spiel. Setze dir Zeitlimits oder zähl, wie viele Gegenstände du in einer bestimmten Zeit aussortieren kannst. Mach ein Spiel daraus, das erhöht den Spaßfaktor. Dokumentieren. Unser Gedächtnis lässt uns leider so manches Mal im Stich. Das kannst du selbst ganz leicht ausprobieren. Hast du in deinem Zuhause schon mal umdekoriert? Hast du schon mal Räume anders gestaltet? Versuch dich daran zu erinnern, wie der Raum vorher aussah. Gar nicht so einfach, oder? Für unsere Motivation ist das pures Gift. Denn wie sollen wir motiviert bleiben, wenn uns positive Veränderungen gar nicht bewusst sind? Dokumentiere deshalb deinen Fortschritt. Mit Fotos, Videos oder mit einem Tagebuch. So kannst du immer zurückblicken und sehen, wie viel du schon geschafft hast. Schenken macht Freude. Betrachte das Aussortieren auch als Möglichkeit, anderen eine Freude zu machen. Du kannst aussortierte Dinge spenden oder anderen schenken. So bereitest du anderen Menschen Freude. Frag in deinem Freundeskreis oder in deiner Familie nach. Freuen sie sich, weil du ihnen etwas schenkst, wirst du dich auch freuen. Thementage. Überleg dir bestimmte Thementage, zum Beispiel den Kleidungssonntag oder den Bücherfreitag. Das hilft dir dabei, das Ausmisten systematisch anzugehen. Außerdem fühlst du dich dann nicht so überwältigt.
Kreatives Upcycling. Bevor du Dinge wegwirfst, überleg dir, ob du sie in etwas Kreatives, Neues umwandeln kannst. Man nennt das übrigens Upcycling. Ich persönlich finde, Upcycling macht mega Spaß. Deshalb hatte ich jahrelang einen Blog zu dem Thema. Meine besten Ideen aus dieser Zeit findest du in meinem Buch. Falls dich das Buch interessiert, schau es dir gern an. Ich verlinke es dir in der Videobeschreibung. Virtuelle Ausmist-Challenges. Tritt online Foren oder Gruppen bei, die sich mit dem Thema Ausmisten beschäftigen. Viele bieten wöchentliche oder monatliche Challenges an. Die Gemeinschaft und der gesunde Wettbewerb können dich motivieren und machen einfach mehr Spaß. Die Erinnerungsecke. Hängt dein Herz noch an manchen Dingen? Dann musst du nicht sofort Lebewohl sagen. Lege eine Erinnerungsecke an. Jedes Mal, wenn du etwas findest, das einen sentimentalen Wert für dich hat, kannst du es hier platzieren. Einmal im Jahr schaust du dir dann alles an und überlegst, was wirklich noch einen Platz in deinem Herzen hat. Und natürlich in deinem Zuhause. Inspirierende Podcasts und Hörbücher. Höre inspirierende Podcasts oder Videos über Minimalismus oder über persönliche Entwicklung während des Ausmistens. Das kann dich motivieren und außerdem macht es das Ausmisten weniger langweilig und gibt dir das Gefühl, produktiv zu sein, weil du zwei Dinge gleichzeitig machst. Mit der richtigen Einstellung und einigen kreativen Ansätzen wird das Ausmisten nicht nur produktiv, sondern macht auch noch Spaß. Setz dich nicht unter Druck und versuch, positive Veränderungen zu genießen. Schön, dass du auch dieses Mal wieder mit dabei warst. Falls du es noch nicht gemacht hast, ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst. Und natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin alles Liebe, deine Jasmin.